Servus, hallo und willkommen zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. Ich bin der Ilias und ihr bekommt jetzt mein allererstes Let's Play mit. Ich bin ziemlich aufgeregt, aber ich freue mich auch, dass mein erstes Let's Play Final Fantasy 15 sein kann. Darauf habe ich lange gewartet und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wir starten direkt mit dem Spiel. Ich habe noch gar nicht gespielt, ich habe bisher nur das Tutorial gemacht. Und ja, jetzt wollen wir gar nicht weiterreden, sondern beginnen das Spiel. Neues Spiel. Und Schwierigkeitsgrad machen wir normal. Tutorium, das habe ich schon. Da machen wir Nein. Und jetzt geht's los. Wow. Final Fantasy 15. Und so ward das Schicksal in die Hände des zukünftigen Königs gelegt. Also, ich bin echt mega gespannt, was uns erwartet, ob die Zwischensequenzen genauso gut sind, wie es zu den besten Zeiten in Final Fantasy 7, 8 und 9 war oder auch 10. Das waren geniale Zeiten für mich. Und ja, hoffen wir mal, dass uns das Ganze hier Spaß macht. So, schwarzer Bildschirm. Okay, interessant. Ich scheine wohl den Vater von Noctis zu spielen, oder? Ich habe keine Ahnung. Wow. Hey, was war das? Ich bin verwirrt vor dem Fall. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh, mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Euer Hoheit! Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Rathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt,
Das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Okay, die erste Trophäe, ohne was zu tun. Finde ich gut. So, scheinen ja nicht das beste Verhältnis zu haben, Vater und Sohn. Prinz Noctis Lucius Caleum ist mit der dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel, der Nachbarstaat Accordo, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Kapitel 1, der Aufbruch. So, als kleine Info, ich musste jetzt gerade einen kurzen Schnitt machen. Die Ladezeit war doch sehr, sehr lang. Und auch als Info, was ihr da vielleicht zum Schluss gehört habt, das war meine kleine Tochter, die gerade wach geworden ist, aber müsste jetzt wieder passen. Und ja, machen wir direkt nach dem Ladebalken weiter, schauen uns das Ganze hier an. Tja, Autopanne. Fängt gut an, die Reise. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja. Und los! Echt jetzt? Jetzt dürfen wir das Auto schieben. Super Sache. Geht's los? Also ich kann die Kamera bewegen. Ah, R2 muss ich drücken. Oh, ich kann lenken. Wahnsinn. Okay. Richtig geile Musik. Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Ladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen. Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Ich frag mich nur, warum Noctis nicht im Auto sitzt. Also, Prinz, das Auto schieben. Miese Nummer. Die Welt ist groß und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Final Fantasy 15. Nur noch ein bisschen. Ich hoffe, dass es jetzt dann losgeht. So, richtig. Damit ich euch auch was zeigen kann. Also die Ladebalken oder Ladebildschirme sind gerade noch ziemlich viele und häufig. Ich hoffe, das wird noch besser. Hammerhead. Eine Ortschaft. Ja, ich glaube, das kennt man bereits aus der Werbung. Da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was?
Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Harte Worte. Aber scheint momentan irgendwie angebracht zu sein. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Okay, jetzt kann ich mich endlich frei bewegen, aber ich glaube, an der Stelle beenden wir den... die erste Folge des Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, einen Kommentar, Verbesserungsvorschläge, Kritik oder was auch gut war. Ich werde die Kommentare auf jeden Fall lesen. Und ja, hoffentlich sieht man sich dann gleich bei der zweiten Folge.